Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA. Heute zu einem ganz, ganz besonderen Log-Review. Die meisten von euch haben es geahnt. Hier steht sie, die Black Beauty, das Sondermodell von Märklin. Anlässlich 175 Jahre dänische Staatseisenbahn. Die sogenannte Litra E 991. Und hier seht ihr sie schon. Eine wirklich klasse Lokomotive. Artikelnummer 39491. Unverbindliche Preisempfehlung von Märklin. Festhalten. 629 Euro. Das ist also preislich echt eine Ansage. Wir sprechen also hier im Bereich der H0-Lokomotiven von ja, der absoluten Oberklasse, Premium-Modell kann man schon sagen. Und das werden wir uns heute mal anschauen, ob denn das nur auf dem Preisschild steht oder ob das tatsächlich auch drinsteckt, ob das gerechtfertigt ist. Und natürlich, was ihr für tolle Dinge mit diesem Modell bekommt. Ich kann euch aber so viel schon mal verraten, es wird auch eine Achterbahnfahrt. Das heißt, wir werden nicht nur tolle Dinge heute sehen, wir werden auch Dinge sehen, wo man sich fragt, ob das tatsächlich so sein muss und ob das nicht hätte auch anders gemacht werden können. Also, schnallt euch an, holt euch was zu trinken und dann gehen wir gemeinsam auf die Reise der Litra E 991. Als erstes haben wir immer das Thema Verpackung. Deswegen nehmen wir die Lokomotive hier nochmal kurz zur Seite und schauen uns mal an, was wir denn für unsere UVP 629 Euro im Handel, aktuell habe ich geschaut, so 570 bis 600 zahlt ihr dafür. Ja, was bekommen wir dafür? Einen absoluten Märklin Standardkarton. Also da ist jetzt nichts Besonderes dran, da ist nichts ersichtlich, dass es sich irgendwie um ein Sondermodell handelt oder so. Ich habe schon Modelle gesehen zu 150-jährigen Jubiläen oder so, zum Beispiel von der DSB. Da waren dann spezielle Drucke auf den Kästen oder so, das haben wir hier alles nicht. Der Standard Märklin Pappkarton und Blister ist von der Verpackung her hervorragend. Also da gibt es momentan kaum was Besseres irgendwo am Markt, was die Stabilität und Sicherheit der Lokomotiven angeht. Es ist etwas kompliziert inzwischen aufgrund der Menge der Teile, die man hat. Aber es gibt zum Beispiel ein cooles Feature immer, man kann hier unten einfach drücken und dann kommt hier oben diese Lasche raus und dann kann man alle Dokumente, die irgendwie dabei sind, so rausholen. Da verknickt dann nichts und man hat es immer direkt parat. Man kann es auch rausholen, ohne die Lokomotive oder den Blister auszupacken. Was haben wir da dabei? Auch hier nichts Besonderes. Die Standardanleitung, Standarddruck, natürlich für das Modell hier, aber wirklich so, wie man das von jedem anderen Modell auch kennt. Nichts Besonderes dabei. Auch der erste Blick in die schaltbaren Funktionen hier zeigt jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt spezifisch für ein Sondermodell. Es sind aber viele tolle Funktionen dabei. Das unbenommen. Aber es gibt nichts, wo man sagt, das ist jetzt speziell für ein dänisches Sondermodell. Keine dänische Bahnhofsansage, gar nichts. Ansonsten ist die Anleitung Märklin typisch erstmal auf sehr, sehr viele Sprachen ausgelegt, aber dann wirklich top erklärt. Man kann bei dieser Dampflokomotive, wie bei fast allen neuen Märklin-Dampflokomotiven, den Abstand zwischen Tender und Lokomotive verändern. Und in dieser sogenannten Vitrinenstellung ist das dann wirklich fast wie beim Original so eng beieinander, dass man nur größere Radien befahren kann. Und auch die ganze Erklärung zum Zusammenbauen, Auseinanderbauen der Lokomotive, was wir alles später noch machen, ist wirklich hervorragend. Also, Standardanleitung, nichts Besonderes, aber gut gemacht. Dann das Thema Spielewelt. Da lässt inzwischen schon der Druck hier nach. Also ja, Spielewelt gibt es immer noch, habe ich auch ein Video zu, wenn euch das interessiert. Hier jetzt, wenn es geht, verlinkt. Ist hier eine Mini-Erklärung mit dabei. Habe ich jetzt bei der Lok noch nicht ausprobiert, aber können wir eigentlich bei einer Dampflokomotive auch mal machen. Und dann als drittes die Garantieurkunde.
Also was hier zum Beispiel komplett fehlt, was auch noch cool gewesen wäre, ist irgendwie so ein kleines Booklet oder so, weil wir ja hier tatsächlich eine sehr ikonische Lokomotive haben. Also wirklich ein richtig besonderes Modell. Und da gab es in der Vergangenheit öfter was Spezielles dazu. Das gibt es hier tatsächlich alles gar nicht. Auf der einen Seite finde ich das sehr ansprechend, dass man sich jetzt nicht irgendwie aus dem Fenster lehnt und irgendwelche verrückten Sachen macht. Also es gibt ja auch Lokomotiven von MacLean, die dann irgendwie so 5 Minuten die eigene Historie erzählen oder sowas. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Aber so ein ganz bisschen feiern außerhalb des Werbekatalogs, sondern auch am Modell, wäre doch mal was gewesen. Also warum druckt man hier draußen nicht irgendwie dann so ein schönes Werbeplakat der dänischen Staatsbahn der 60er Jahre drauf oder sowas? Der Aufwand dürfte nicht so groß sein eigentlich. Und da dieses Lokomotivmodell das Werbegesicht der DSB war, gibt es da übrigens auch tolle Plakate zu, die sich da angeboten hätten. So, dann haben wir hier den Blister in seiner üblichen Form. Ich glaube, ich lasse den mal zu, ich brauche den euch jetzt nicht aufziehen. Aber da habt ihr zusätzlich zu dem Plastik dann noch ein Filz drin, was die Lokomotive schützt. Ihr habt diese Plastikseitenteile und ihr seht das hier oben. Wir haben in Summe 1, 2, 3 Säcke mit Anbauteilen. Und das kann man wirklich so sagen. Das ist tatsächlich besonders bei dieser Lokomotive. Normalerweise kommen die MacLean-Lokomotiven ja top ausgestattet schon ab Werk. Bei dieser Lok ist es so, es gibt so viele zusätzliche Anbauteile, weil sie sonst nicht auf kleinen Radien fahren könnte. Das heißt, ich zeige euch heute die Lokomotive im Standard, wie sie auch in der Lage ist, bis zu R1, also 360 mm, runter problemlos zu durchfahren. Ihr könnt sie dann stückweise aufrüsten mit Schneeräumern vorne, mit Leitern an der Seite, bis ihr quasi die Lokomotive gar nicht mehr fahren könnt. Es gibt aber andere Reviews zu dieser Lokomotive bzw. Videos darüber bei YouTube. Gibt es ja gerade massenweise, weil das ja ein quasi das Sondermodell jetzt ist. Hat ja, glaube ich, fast jeder Kanal, der irgendwie so Lokomotiven vorstellt, jetzt schon ein Video dazu gemacht. Ich glaube, ich bin sogar mit der Letzte hier inzwischen mit dem Ganzen. Alle anderen waren schon vor mir dran. Aber da habt ihr manchmal eben auch die Lokomotive in besser ausgerüstet mit verschiedenen Ansteckteilen. Teilweise auf dem R2 schafft sie das. Mir war das Risiko jetzt nicht wert, denn wir werden es später sehen, dass die Lokomotive auch so schon wirklich hervorragend aussieht. Apropos Lokomotive, noch ein ganz kurzer Transparenzhinweis. Ich habe diese Lokomotive direkt von der Firma MacLean, allerdings gegen Rechnung. Das heißt, ich muss sie bezahlen. Ich habe die nicht irgendwie geschenkt bekommen oder so. Aber jetzt wisst ihr es, wo sie herkommt. Und damit können wir eigentlich mal direkt loslegen. Bevor wir jetzt in das Modell direkt reinstarten, haben wir ja normalerweise das Thema Historie. Und ich habe für euch schon ein komplettes eigenes Video zum Vorbild und Original der Lokomotive hier auf dem Kanal. Da findet ihr auch alles an Details zur Antriebstechnik, zur Art der Zylinder, die hier verbaut sind, zu dem, was besonders ist, was nicht besonders ist an der Lokomotive. Und das werden wir heute deswegen nicht in diesem Detailgrad machen. Wenn euch das wirklich im Detail interessiert, empfehle ich euch ganz, ganz dringend, schaut euch das Video an. Das sind gut investierte 45 Minuten. Wir bleiben heute bei den Basics. Basics heißt, was ist das? Die Lokomotive ist eine Schnellzug-Dampflokomotive. Das müsst ihr wissen. Und ihr seht jetzt hier die Radsatzanordnung. Wir haben vorne ein doppeltes Laufraddrehgestell. Wir haben 3 große Antriebsräder hier. Und hinten unter der Fahrerkabine ein weiteres Radpaar. Das macht die Lokomotive zu einer sogenannten Pacific, beziehungsweise 4, 6, 2, 4 Räder, 6 Räder, 2 Räder. Oder wenn ihr nur die einzelnen Seiten anguckt, 1, 2, also eine 2, 3, 1 Anordnung. Gibt es unterschiedliche Namen für. Das war aber um die Jahrhundertwende 1900, also quasi beim Start ins 20. Jahrhundert, die Standard Radanordnung bei Dampflokomotiven im Schnellzugbetrieb, die eher in Flachland unterwegs waren.
Die Lokomotiven selber kommen aus Schweden, wurden also entwickelt für die schwedische Staatsbahn kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs und dann 1914 bis 17 ausgeliefert, 11 Stück. Das heißt, der Spirit, der in der Entwicklung dieser Lokomotive drinsteckt und dem, was ihr da sehnt, gleich in dem Modell, wenn wir uns die Details anschauen und so, das ist alles von vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist also aus der Zeit, als die Eisenbahn noch das absolute Top-Verkehrsmittel war. Als das wirklich so Hightech war. Aus der Zeit stammt die Idee, die Entwicklung dieser Lokomotive und deswegen ist es auch so ein ultra elegantes Modell. Und das führt auch mit dazu, dass sie zu den beliebtesten Lokomotiven später in Dänemark wurde. Denn die Lokomotiven wurden von Schweden nach Dänemark verkauft in den 1930ern, kamen da extrem gut an. Und aufgrund des Zweiten Weltkriegs war es dann in Dänemark so, dass man keine Diesellokomotiven mehr einsetzen konnte. Man war ja besetzt durch die deutsche Wehrmacht. Die hat verboten, dass man Diesellokomotiven fährt, um Treibstoff zu sparen. Und deswegen musste man eben Dampflokomotiven fahren. Man brauchte mehr, hatte die Lokomotiven, wo man gesagt hat, Mensch, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und hat dann davon 25 Stück nachgebaut. Das waren also 11 Stück, die man aus Schweden gekauft hatte, 25 nachgebaute. Und damit hatte man dann einen relativ hohen Lokomotivbestand von diesem Typ E, wie er heißt, in Dänemark. Für ein relativ kleines Land sind so 36 Maschinen dann doch gar nicht so wenig. Es handelte sich dabei um die stärkste Dampflokomotive der dänischen Staatseisenbahn, die also dann eingesetzt wurde vor den großen berühmten Schnellzügen und deswegen auch so eine ganz große Beliebtheit erlangt hat. Die 991 konkret wurde gebaut 1947 und ist auch heute noch erhalten als Museumslokomotive bei der dänischen Staatsbahn im Museum in Dänemark. Und dort hat erstens Märklin das Modell auch präsentiert und zweitens quasi die perfekte Vorlage gehabt. Und deswegen brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ob das so richtig vorbildgerecht ist alles hier. Werden wir uns später bei den Details nochmal anschauen. Aber um es mal so vorwegzunehmen, wenn das Original da steht und ich baue das Modell nach und ich habe eben die Möglichkeit, wirklich in jedes Detail reinzugehen, wie man das hier bei diesem Sondermodell hatte, das ist ein Volltreffer. Also das Original ist hier wirklich hervorragend abgebildet. Das kann man auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen. So viel jetzt zur Historie des Modells, also die damit abgeschlossen. Jetzt gibt es drei Dinge, die müsst ihr zu dem Modell auch noch wissen. Also Punkt A ist, ich habe das jetzt ein paar Mal gesehen und das ist definitiv jetzt keine Kritik an irgendjemanden, der das vielleicht auch in seinem Kanal so vorstellt. Es ist einfach nur ein fachlicher Hinweis. Das Modell heißt nicht Litra. Litra ist das, was im Deutschen Baureihe ist. Das heißt also, es ist natürlich nicht eins zu eins der Begriff. Genauso wie im Englischen Class 77, also die Klasse 77, auch nicht Class ist gleich Baureihe, aber es ist das Synonym. Es ist der Begriff, der dafür verwendet wird, um eine Baureihe einer Lokomotive in England zu beschreiben, sagt man Class. In Dänemark sagt man Litra. Deswegen ist das eigentlich ein Typ E, eine Baureihe E. Das heißt, wenn ihr diese Lokomotive benennt, sagt nicht die DSB Litra. Das ist so, als ob ihr sagt, die Bundesbahn Baureihe. Und denkt ihr, Baureihe, welche? Das ist hier das Gleiche, wenn ihr sagt, die DSB Litra. Sagt, wenn ihr das irgendwie verkürzen wollt, die DSB Typ E. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist eine sogenannte Vierzylinder-Verbundlokomotive. Damit könnt ihr jetzt auf jedem Modellbahntreffen glänzen. Die hat also in Summe vier Zylinder, zwei auf jeder Seite, zwei große Niederdruckzylinder, zwei kleine Hochdruckzylinder. Der Dampf geht erst in den Hochdruckzylinder, wird da einmal verwendet und geht dann weiter in den Niederdruckzylinder, wird nochmal verwendet, geht dann raus, hat also eine Abgasdoppelverwendung. Das war damals ja mit das Modernste, was man in Lokomotiven einbauen konnte. Das Dritte, was ihr dann wissen müsst, ist, diese Lokomotiven wurden unter anderem auch dafür eingesetzt, die dänischen Könige bzw. den letzten dänischen König bei seinem Staatsbegräbnis von Kopenhagen nach Roskilde zu ziehen in dem entsprechenden Zug. Denn
Die dänischen Könige werden in Roskilde zu Grabe getragen bzw. beigesetzt seit vielen, vielen hundert Jahren. Und das ist ein weiterer Grund, warum diese Lokomotiven oder dieser Lokomotivtyp hier so besonders ist für Dänemark. So, und jetzt machen wir mal unter dem Thema Original einen Strich und kümmern uns um das Modell. Wo fangen wir da an? Ich würde mal sagen, wir fangen bei den Details an, denn ich glaube, so für die Modellbahnhersteller war das ja ein schwerer Schlag, dass hier diese 500-Euro-Scheine, ne, ihr seht, das ist kein Original, dass es die gar nicht mehr gibt, denn ihr müsst ja momentan so ungefähr 600 Euro für dieses Modell hier auf den Tisch legen. Und da möchte man ja auch an Details, glaube ich, einiges geboten bekommen. Deswegen schauen wir uns das mal gemeinsam an, was hier so an Details drinsteckt. Denn ich möchte mit euch einige Punkte durchsprechen an dem Modell, die es aus meiner Sicht wirklich, wirklich herausragend gestalten. Aber ich habe auch ein, zwei Dinge, wo ich mir denke, da hätte Märklin tatsächlich noch einen oben drauflegen können. Bitte bedenken, wir sprechen hier auf einem extrem hohen Niveau. Das heißt, wir sprechen hier wirklich auf dem Niveau eines Kleinserienmodells. Das sagt Märklin auch selbst, dass diese Lokomotive vom Detailgrad her einem Kleinserienmodell entspricht. Und das kann ich auch überwiegend wirklich absolut bestätigen. Es gibt ein paar Dinge, da hätte man jetzt vielleicht noch so ein ganz, ganz bisschen was oben draufsetzen können, aber wir schauen uns jetzt erstmal an, was richtig, richtig gut gelungen ist. Und da haben wir zum einen den gesamten Aufbau des Kessels inklusive der gesamten angesetzten Leitungen. Also wenn wir uns das hier mal im Gegenlicht, deswegen habe ich den Winkel für euch mal so gewählt, ein bisschen anschauen, seht ihr einerseits den vernieteten Kessel, dann aber auch die angesetzten kleinen Leitungen. Und das ist auch zu 95% alles Metall. Also es gibt ein, zwei kleine Ansatzteile, die aus Plastik sind, aber der Großteil ist tatsächlich Metall. Und der Großteil ist auch so fest, dass man hier problemlos dran rumdrücken kann, ohne dass was abbricht. Man sollte natürlich jetzt nicht die Lokomotive an irgendeinem der kleinen Räder hier komplett hochheben. Das wird sie nicht aushalten. Aber alles andere, wenn man die jetzt einfach so anpackt und aufs Gleis stellt, das hält die ganz problemlos aus. Seht ihr auch hier hinten den Tender, der fliegt dann mit hoch. Das ist natürlich alles nicht so gedacht, das soll man nicht so machen. Aber es ist auch nicht so, dass die Lokomotive hier beim ersten Anfassen auseinanderfliegt. Ich würde sie jetzt vielleicht nicht dem 5-jährigen Sohn oder Enkel in die Hand drücken zum Spielen. Dafür ist sie nicht gedacht. Aber einfach so anpacken und irgendwie hochheben, wenn sie jetzt aus irgendeinem Grund so getragen werden soll, das geht theoretisch. Ja. Trotzdem seht ihr überall wirklich so viele angesetzte Details, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll von der Besprechung her. Also alleine hier die in Summe 5 bzw. 6 oder 7 angesetzten Leitungen, die hier alle langlaufen, die auch übrigens alle wirklich komplett dem Original entsprechen. Also alles, was ich sehen konnte und verglichen habe mit Fotos vom Original, das ja im Eisenbahnmuseum in Dänemark vorhanden ist, und auch ansonsten massiv und viel fotografiert wurde, entspricht wirklich genau dem Original. Also ich denke, dass Märklin hier wirklich eine extrem exakte Kopie des Modells wirklich hier geschafft hat. Und das ist schon wirklich beeindruckend, denn wir hatten das bei Märklin bisher oft, dass Teile eben nicht passten. Was auch sehr schön gelungen ist, was jetzt auch nicht immer in der Vergangenheit der Fall war, ist der Druck. Also speziell hier von dem Firmenschild von Frichs, darunter mit der kleinen Aufschrift noch. Das ist wirklich bis ins kleinste Detail komplett klar. Da gab es ja jetzt bei einigen Modellen, die wir hatten, manchmal so ein ganz bisschen Schlieren von diesem Digitaldruck, habt ihr in die Kommentare geschrieben. Das sehe ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht. Das sehe ich auch nicht hier hinten am Führerhaus oder Fahrstand. Und ich sehe es eben auch nicht am Tender hier hinten. Auch da ist der Druck wirklich perfekt gelungen in jeglicher Hinsicht. Also da gibt es nichts, wo ich sage, der ist eben schlecht oder irgendwo schlierig oder sowas. Sondern der ist auf einem extrem hohen Niveau.
Was mir auch persönlich sehr, sehr gut gefällt, sind diese ganz, ganz vielen kleinen Details, sei es hier eben einzelne Handgriffe oder zum Beispiel ein kleiner Wasserhahn, auch mit Rad oben, hier die kleine Handkurbel dort und dort zur Einstellung quasi hier der, ja, des Laufweges von diesem Teil. Das ist schon wirklich beeindruckend und ich hatte bisher auch keine Lokomotive von Märklin in der Hand, die über so viele Details wirklich verfügte. Das, finde ich, ist das, was diese Lokomotive eigentlich besonders heraushebt. Angefangen von dem kleinen angesetzten Scheibenwischer hier. Da seht ihr ihn mit dieser extrem filigranen Griffstange davor. Dann hier den kleinen angesetzten Details. Geht das wirklich bis nach vorne durch, über jedes kleinste Rad. Das ist absolut herausragend gemacht. Sehr, sehr schön ist auch der Bereich der Zylinder bzw. der Steuerung hier mit dem Kreuzkopf. Wenn ihr mehr wissen wollt zu der Steuerung und zu den Zylindern, gibt es ein Video zum Original, was ich auf dem Kanal hier hochgeladen habe. Da könnt ihr alle Details dazu erfahren. Aber hier nur ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben hier den Niederdruckzylinder. Wir haben dahinter den Hochdruckzylinder, der auch sichtbar ist. Und das Ganze geht dann in eine sogenannte Vauclin-Steuerung rein, die das zu einer Vierzylinder-Verbundlokomotive macht. So, dann schauen wir uns nochmal die Front hier vorne an. Auch da, also absolut herausragend. Das Einzige, was mir jetzt hier ein ganz, 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 ganz bisschen negativ aufgefallen ist, ist diese kleine Ecke hier. Und das ist schon wirklich jetzt absolute Nietenzählerei, denn das hier ist eigentlich ein, ja, eigentlich ist das eine Stange, die gehalten wird von zwei Elementen oben und unten. Und das ist hier sozusagen als durchgehendes Element gemacht zur Öffnung der Rauchkammertür vorne. Da hätte man vielleicht noch ein ganz bisschen mehr machen können. Und darüber seht ihr auch das Kabel, was die obere Lampe versorgen soll. Das ist auch nicht ganz so exponiert dargestellt, wie man es vielleicht hätte machen können. Also das sind zwei minimalste Kritikpunkte zum Thema Detaillierung, dass das hier vorne auf der Frontseite da so wirklich ganz gering nachgelassen hat. Was dann auch nicht so schön ist, ist die Rückseite der Lampen. Also wenn wir uns die angucken, die ist einfach nur flaches Plastik ohne irgendwas. Also da ist wirklich überhaupt nichts dahinter. Und was mir dann auch so mittelgut gefällt, aber ich muss sagen, es ist gut, dass es da ist, ist die Detaillierung des Fahrstandes. Da seht ihr das relativ gut schon hier. Es ist auf jeden Fall viel, viel besser als das, was man bisher von Märklin bekommen hat. Das heißt, wir haben alle Anzeigen jetzt hier zum Beispiel in weiß bedruckt. Wir haben den Regulator und die anderen Hebel hier irgendwie auch hervorgehoben wenigstens. Und wir haben einen Holzfußboden, der auch nachgebildet ist, wie ihr sehen könnt, jetzt in dem Führerstand. Was wir jetzt nicht haben, wo wir immer noch unter dem Niveau sind von zum Beispiel jetzt gewissen Bachmann-Lokomotiven oder sowas, da sind keine Elemente auf den Anzeigen. Also die sind einfach nur weiß bedruckt. Und man könnte jetzt, wenn man sich die Detaillierung des Drucks zum Beispiel hier am Tender anguckt, auch da oben mit diesem kleinen Warnschild, eigentlich davon ausgehen, dass Märklin in der Lage ist, die Elemente noch genauer zu bedrucken. Das hat man hier jetzt nicht gemacht. Also da ist noch ein bisschen Platz nach oben, aber das ist wirklich schon Jammern auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Dann seht ihr hier den Tender. Das Besondere am Tender ist, es handelt sich eben um einen Wandtender, der allerdings nicht selbsttragend ist und deswegen unten noch diesen Rahmen hier hat, der ziemlich massiv ist und richtig, richtig gut aussieht. Auch die sehr massiven Drehgestelle hier sind hervorragend von der Detaillierung nachgebildet. Und das alles, muss man sagen, ist ja, was ich euch gerade zeige, der Zustand der Lokomotive, wie es aus der Packung kommt. Hier ist noch nichts angebaut von den ungefähr
50 kleinen Anbauteilen, die diese Lokomotive mitbringt. Die Lokomotive hat nämlich noch ganz, ganz viele Anbauteile, die allerdings den Betrieb auf der Anlage einschränken würden und die deswegen selbst angebaut werden können, aber nicht müssen. Was ist das? Zum Beispiel, ich habe davon jetzt hier gar nichts dran, aber zum Beispiel ist hier, seht ihr diese beiden Griffstangen, und darunter ist eigentlich eine Leiter. Und diese Leiter geht ein bisschen weiter nach außen, würde deswegen mit NEM-konformen NEM-konformen Plattformen, wenn man die hier baut, irgendwie kollidieren. Also das wäre schon mal nachteilig. Genau das gleiche gibt es hier hinten. Hier gibt es noch ein paar Rohre, die dann runtergehen würden. Und was mir persönlich tatsächlich fehlt, was ich schön gefunden hätte, wenn man es irgendwie hätte realisieren können, dass es trotzdem funktioniert. Hier vorne sind normalerweise sehr markante Schneeräumer dran, die jetzt gar nicht installiert sind und die deswegen einfach hier so fehlen. Normalerweise hat man hier vorne noch solche Elemente und das sorgt natürlich einfach nochmal für eine zusätzliche Optik und macht das Ganze zu der Lokomotive, die es eigentlich ist. Ja, das fehlt ein bisschen. Was wir auch in diesem Winkel jetzt tatsächlich noch sehen können, es gibt ein paar Elemente, die nicht so extrem hervorgehoben sind, wie sie es eigentlich sein könnten. Das ist zum Beispiel hier am Kessel dieses Element dort. Das wirkt ein ganz, ganz bisschen weniger scharf dargestellt als zum Beispiel die Linien hier hinten. Ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen auf dem Video. Das hat ganz, ganz klare Kanten, das nicht. Also solche Punkte gibt es ein, zwei an dem Modell, aber das ist wirklich ganz, ganz minimal. Ansonsten sind wir hier mindestens, sage ich wirklich mindestens, auf dem Niveau eines Kleinserienherstellers. Vielleicht sogar schon auf dem eines handgebauten Modells tatsächlich. Denn das ist wirklich beeindruckend. Es gibt einfach nicht mehr am Original, muss man ganz klar sagen. Es gibt einfach nicht mehr an dem Original dran, was man hier hätte anbauen können, wenn denn alle Anbauteile angebaut sind. Was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt, aber das ist auch ein bisschen Geschmackssache, sind die glänzenden Achsen hier. Ich finde das bei den roten Achsen inzwischen besser gelöst bei Märklin. Also bei den klassischen Lokomotiven der Deutschen Bundesbahn oder so ist das meistens jetzt einfach rot lackiert. Das hat man hier aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Es ist allerdings auch in gewisser Weise vorbildgerecht, denn es gibt Fotografien der 991, wo die Achsen glänzend sind. Es gibt aber auch Bilder der 991 und ihrer Schwestern oder ihrer Brüder, je nachdem, wie man das jetzt gendern möchte, diese Lokomotive, wo diese Achsen schwarz sind. Das hängt also sehr davon ab, zu welchem Zeitpunkt betrachte ich gerade diese Lokomotive und welche Betriebsnummer habe ich da vor mir. Das finde ich persönlich nicht so schön, da hätte ich schwarz schöner gefunden, einfach weil das dann weniger den Blick auf diese hässlichen Achsen lenkt und mehr den Blick auf dem schönen Fahrwerk lässt. Ansonsten ein wirklich absolutes Topmodell. Es gibt dann noch eine Sache, die nur so mittelmäßig schön ist. Das seht ihr hier. Mein Rauchsatz ist jetzt nicht ganz mittig, sondern der ist so ein bisschen schräg. Aber das hat jetzt eher was damit zu tun, dass man sagt, ui, da ist die Fertigung jetzt nicht zu 1000% vielleicht so, wie man sich das vorstellt, dass der Rauchsatz halt nicht ganz gerade oben aus dem Schornstein raushängt. Aber das ist wirklich, ja, Nietenzählerei nennt man das, ne? Hier seht ihr jetzt auch nochmal die Rückwand vom Fahrstand, die am Tender angebaut ist mit den kleinen Fenstern oben, sodass man eben auch rückwärts relativ schnell fahren kann. Ist ja eine Schnellzuglokomotive. Und hier hinten vielleicht nochmal die etwas ungewöhnliche Treppe an dem Tender mit den entsprechenden Handgriffen hier, die also nicht gerade hochgeht, sondern die Stufen so ein bisschen seitlich verteilt hat. Da seht ihr also, dieses Modell ist wirklich hochdetailliert. Ist jetzt alles Gold, was glänzt? Gibt es außer diesen kleinen Unfeinheiten, wo man sagt, da hätte man noch mehr machen können, jetzt hier keine Probleme? Nein. Tatsächlich leidet diese Lokomotive unter einer gewissen Märklin-Krankheit, nenne ich sie mal. Der ein oder andere hat es vielleicht eben schon gesehen, vielleicht auch schon kommentiert, weil er denkt, oh, das hat der John gar nicht gesehen.
Doch, das habe ich gesehen. Ich wollte es euch einfach nochmal ein bisschen später zeigen. Und zwar seht ihr das vielleicht jetzt auch in diesem Licht. Ich blende euch das aber hier auf jeden Fall nochmal ein. Das Laufblech außen um den Kessel rum ist aus Plastik und aus irgendeinem Grund baut Märklin das aus Plastik. Man könnte es einfach aus Metall machen, dann hätte man das Problem nicht. Es ist aus Plastik und es biegt sich. Es ist also nicht ganz gerade, sondern es hat einen leichten Bogen drin. Und ich finde, das ist für den Preis ist das nicht okay. Das ist einfach nicht in Ordnung. Jetzt kann man sagen, jo, das ist jetzt hier bei deiner Lokomotive so. Das ist aber nicht nur bei der, das ist bei relativ vielen Märklin-Lokomotiven immer mal wieder der Fall. Man kann das jetzt mit der Hand hier ja gerade drücken. Also ich kann jetzt hier dran rumdrücken an dem Ganzen, solange bis das irgendwie ein bisschen gerader ist. Aber ich finde, das ist für den Preis nicht angemessen. Das muss nicht sein. Könnte man besser machen. Die Detaillierung von dem Führerkabinchen hier quasi vom Führerstand, das hatte ich schon genannt. Das ist jetzt auch nicht so der Ultraknaller. Ich verstehe es nicht, warum man es nicht noch besser bedruckt. Es würde gehen. Ja. Aber abgesehen davon, ein Sahnemodell, muss man ganz klar sagen. Ein absolutes Sahnemodell. Richtig, richtig schick. Sieht richtig, richtig gut auf der Anlage aus. Wenn wir jetzt zum Thema Fahreigenschaften kommen, können wir uns ja mal anschauen, was die Lokomotive denn so auf der Anlage bringt. Herzlich willkommen zum Fahrtest der Litra E991 der dänischen Staatsbahn hier in Fredhavn. Wir stehen bereit am Signal. Die Strecke ist frei und wir könnten starten. Die Lokomotive legt sich wie alle neuen MFX-Lokomotiven eigenständig an. Hier in meinem Beispiel jetzt die Central Station 3, gesteuert über mein iPad. So hat sich die Lokomotive hier angelegt und da seht ihr, da ist Märklin wohl ein kleiner Fehler unterlaufen, den kann man eigentlich gar nicht erkennen. Also ich frage mich manchmal, ob das einfach nicht geprüft und getestet wird, weil das ist ja eine Software, die nicht nur bei mir läuft. Das müsste bei jedem von euch eigentlich auch so sein, dass hier das falsche Lokbild angezeigt wird. Und das wundert mich total, weil das ist so offensichtlich, das hätte doch mal jemandem auffallen müssen, oder? Also, ich finde es irgendwie lustig, auch wenn es schon ziemlich peinlich ist. Wir schalten jetzt einfach mal das Licht an. Da sehen wir, da steht die Lok. Und wir fahren jetzt wie immer im Kreis. Enden hier dann an einem NEM-konformen Bahnsteig. Das heißt, auch die Abstände aus der Kurve raus werden da ein bisschen geprüft. Und ansonsten haben wir hier Bogenweichen und solche Sachen, dass wir einfach mal schauen, wie sich die Lokomotive verhält. Alles im R1. Beziehungsweise hier unten jetzt noch ein ganz bisschen R2, also auch eine schöne enge Kurve, was für so eine große Dampflokomotive ja auch nicht ganz einfach ist. Und ich gebe jetzt einfach mal Vollgas und wir gucken, was passiert. Dann bremsen wir schon mal wieder ein bisschen runter hier. Ihr habt es gesehen, also das Ganze war jetzt wirklich sehr unaufgeregt von der Lokomotive. Die Geschwindigkeit, die hier ab Werk eingestellt ist, ist angenehm. Beschleunigungswerte sind natürlich jetzt weit entfernt von irgendeinem Realismus, wie bei den Märklin-Lokomotiven eigentlich üblich. Relativ schnell die Beschleunigung und das ist auch immer so, dass die Minimalgeschwindigkeit nicht auf 0 bzw. 1 gestellt ist, sodass man auch die Minimalgeschwindigkeit noch ein bisschen runtergehen kann. Wir können ja jetzt mal hier anfahren. Jetzt seht ihr auch so ein bisschen das Gestänge mal bei der Arbeit hier. Kommen wir mal ein bisschen schneller wieder zurück. Also was ja wirklich beeindruckend ist bei den Märklin-Lokomotiven,
ist auch tatsächlich immer die Geräuschkulisse bzw. die nicht vorhandene Geräuschkulisse. Es ist eben eine nagelneue Lokomotive und ihr hört überhaupt nichts, außer einfach der Tatsache, dass der Motor an ist, was man, glaube ich, gar nicht verhindern kann. Und sie bewegt sich wunderbar fort. Ist natürlich jetzt in der Preisklasse auch das, was ich erwarte. Trotzdem schön, dass sie es auch erfüllt. Da die Lokomotive im Standard mit vielen Funktionen und sogar einem Rauchgenerator kommt, jetzt im Vorgriff auf die Funktionsübersicht werden wir einmal eine Runde auch mit Dampf und Sound fahren. Dafür fülle ich jetzt hier ein bisschen von dem Dampfdestillat ein in den Rauchgenerator. Und dann können wir gleich schon loslegen. Wir schalten jetzt einfach mal den Rauchgenerator und den Sound der Lokomotive hier ein. Da seht ihr, geht es auch schon los. Und wir fahren los. Jetzt habt ihr es gesehen. Also, das waren so die Basisfahreigenschaften. Jetzt gibt es eine bestimmte Märklin-Krankheit, die kennt ihr vielleicht. Und zwar ist es das Aufschneiden von Weichen, insbesondere wenn die elektrifiziert sind, durch Dampflokomotiven, teilweise auch mit so einem Doppelgestell vorne. Das ist manchmal ganz, ganz schlecht. Also ihr kennt wahrscheinlich alle das da. Und wenn das passiert, das macht keinen Spaß, dann muss man, also erstmal ist das natürlich immer ein Kurzschluss und alles bleibt stehen und mit den Lokomotiven hat man dann keinen Spaß. Das gibt es teilweise bei Märklin-Lokomotiven, auch wenn die ganz neu sind, teilweise aber auch nur, wenn man hinten zum Beispiel einen schweren Zug dran hat oder so. Und die sind ja auch grundsätzlich jetzt mal nicht dafür gebaut, dass man jetzt Weichen immer aufschneidet. Also es steht ja nirgendwo auf einem Zettel, du kannst eine Weiche definitiv falsch rum befahren. Weil das soll man ja eigentlich gar nicht machen. Wenn eine Lokomotive es allerdings kann, ist das natürlich sehr, sehr cool. Und das ist hier der Fall. Die Lokomotive hat dieses Problem nicht. Die konnte durch alle meine Weichen falsch rum durchfahren, langsam oder schnell, egal wie, sie konnte das alles. Finde ich hervorragend, das macht es auf Fred Hauen viel, viel spaßiger, wenn man da gar nicht mehr dran denken muss. Und ich glaube, auch dem einen oder anderen von euch wird das freuen, diese Information zu haben. Es ist bei mir so, es ist natürlich keine Garantie, dass das auf jeder Anlage so ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering, denn das Drehgestell hier vorne für die beiden Laufräder, das ist relativ schwer, relativ groß. Also das bringt genug Gewicht mit, um auch so eine Weiche mit Elektroantrieb aufzuschneiden tatsächlich. Und das auch, wenn man aus einer Kurve rauskommt. Das habe ich auch probiert, funktioniert. Also Fahreigenschaften in der Basis absolut sahnemäßig. Jetzt weiß ich, dass ungefähr schon 400 Videos zu den Funktionen der Lokomotive bestehen. Wir machen das trotzdem nochmal. Und wenn ihr das nicht möchtet, überspringt es einfach und dann
Schaut direkt weiter, wenn ihr die Funktionen alle schon gesehen habt. Aber ich habe sie alle für euch nochmal stückweise hier nacheinander aufgeführt, sodass ihr das wirklich dann auch euch anhören könnt, wie die einzelnen Sounds klingen und vor allen Dingen auch, wie solche Dinge aussehen, wie zum Beispiel das Feuerbüchsenflackern oder so, was eben auch bisher kaum noch jemand gezeigt hat. Damit starten wir los in die Funktionsübersicht, die schaltbaren Funktionen. Wir haben in Summe 19 Stück und es startet wie immer mit dem Spitzensignal F0. So sieht das aus. Jeweils vorne und hinten drei LEDs und sie sind diesmal tatsächlich warm weißer, zumindest vom Bauchgefühl her, als sonst manchmal. Trotzdem glaube ich immer noch ein ganz bisschen zu hell. Was aber schön ist, das sieht man jetzt leider im Video nur schwierig, es handelt sich um ganz, ganz kleine LEDs, die wirklich wie ein Lichtpunkt in der Lampe sichtbar sind. Und das führt dazu, dass einfach der Eindruck einer Laterne viel mehr entsteht, weil einfach nicht die gesamte Scheibe der Lampe leuchtet, sondern nur ein zentraler Punkt in der Lampe selbst drin. Das kommt also sehr, sehr gut. Machen wir mal wieder aus. Wir haben dann den Rauchgenerator, den haben wir ja schon gesehen bei der Fahrt. Ich habe jetzt kein Rauchdestillat mehr drin. Dann gibt es das Betriebsgeräusch, das haben wir auch eben gehört. Wenn man das quasi einschaltet, hat man so dieses leichte Pfeifen. Also so in der Art klingt das. Wir haben dann das Geräusch Lockpfeife lang auf der F3. Und das ist so lange, wie ich das wirklich aktiv lasse, pfeift das tatsächlich. Dann haben wir auf der 4 die ABV, das heißt also die Beschleunigungs- und Bremsverzögerung, die ich ausschalten kann, sodass die Lokomotive einfach direkt losschießt. Auf der F5 auch eine weitere Funktion, die man jetzt weder sehen noch hören kann in dem Sinne. Das Bremsenquietschen kann man darüber nämlich ausschalten tatsächlich. Dann haben wir die F6, die Führerstandsbeleuchtung. Wir haben dann den Feuerschein der Feuerbüchse auf der F7. Wir haben dann auf der F8 das Geräusch Rangierpfiff. Wir machen es nochmal. Dann haben wir auf der F9 das Geräusch Dampf ablassen. Auf der F10 haben wir das sogenannte Notlicht. Wir haben dann das Geräusch F11, Kohleschaufeln. F12, das sogenannte Kipprost. F13, die Luftpumpe. F14, die Wasserpumpe. Dann haben wir die F15, das ist das Bremsenquietschen an. Für die Spielewelt, das heißt, wenn man den Spielewelt-Decoder nutzt, schaltet man über F5 das Bremsenquietschen aus und über F15 das Bremsenquietschen für die Spielewelt eben an. Dann haben wir die F16, den Injektor.
Und jetzt kommen wir zu den Betriebsstoffen. Das heißt, wir haben die F17, das Geräusch Sanden. Dann haben wir die F18, das Wasser nachfüllen. Auch schön mit diesem Tropfen am Ende, habt ihr es gehört? Und dann die F19, das Kohle nachfüllen. Das sind jeweils alles Geräusche, die man in der Länge bestimmen kann. Das heißt, solange man die Funktion aktiv lässt, solange bekommt man eben auch dieses Geräusch. Das war es also an Funktionen. Es gibt die Möglichkeit, im MFX Plus Decoder 32 Funktionen zu hinterlegen. Wir haben hier 19. Ich persönlich finde es in Ordnung, weil das sind die Funktionen, die ich brauche. Es gab ja auch schon Sondermodelle, die eben noch eine zusätzliche Ansage, Geschichte der Lokomotive oder was auch immer hatten. Das brauche ich nicht. Was vielleicht noch ganz nett gewesen wäre, wäre eine dänische Bahnhofsansage. Da hätte ich mich drüber gefreut. Da seid ihr wieder. Von den Funktionen, entweder habt ihr übersprungen oder ihr seid durchgegangen, je nachdem, wie euch die Laune stand. Ich finde die Funktionen okay. Sound ist nicht die absolute Stärke von Märklin, das wissen wir alle. Allerdings finde ich, der Sound wird gefühlt ein bisschen besser. Vielleicht ist es auch die Lautsprecherqualität, aber das Gesamtpaket passt für mich. Also natürlich würde ich mich jetzt noch wohler fühlen, wenn das so ein richtig schöner Hi-Fi-Original-Sound wäre. Das würde ich noch schöner finden, ja. Trotzdem, ich habe es nicht anders erwartet bei einer Märklin-Lokomotive, deswegen mache ich mal an das Thema gedanklich einen Haken für mich, denn ich bin davon ausgegangen, dass der Sound so ist, tatsächlich. Wenn das für euch ein Ausschlusskriterium ist, dann ist es so, ihr könnt aber ja auch einen anderen Decoder einbauen, dann habt ihr das Problem wieder nicht. Dann müsst ihr halt nur das Funktionsmapping quasi für die ganzen Funktionen, die hier physikalisch geschaltet werden, die Lichter und so weiter, alles natürlich machen. Beim Fahrbetrieb gibt es immer noch eine Frage, die haben auch einige von euch schon gestellt, und zwar, was kann man denn da ranhängen eigentlich an diese Lokomotive? Das ist ja nicht der Bundesbahnstandard, den jeder so kennt. Und da es eine Museumslokomotive ist, könnt ihr da eigentlich alles ranhängen, wo irgendwie DSB draufsteht. Habt da keine Scham, das haben die auch nicht, die hängen daran, was sie gerade da haben. Es gibt aber ein paar Wagen, die aus meiner Sicht sehr, sehr gut passen, einerseits von der Optik, aber auch von der Epoche. Und da ist als erstes mal zu nennen, was ihr relativ häufig und relativ günstig noch bekommt, die 4341. Vielleicht jetzt gerade schwieriger zu bekommen, weil viele von euch ja genau nach solchen Wagen suchen für diese Lokomotive, aber schaut einfach mal so in 6 bis 8 Wochen, da gibt es die wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. So sieht das Ganze dann aus. Das ist ein typischer Epoche 3 Wagen der dänischen Staatsbahn mit diesen gelben Kästen, wenn ihr die hier vielleicht seht, oder goldgelben Kästen. Das ist eigentlich so ein Indikator dafür, dass es sich um eher älteres Modell handelt, also vielleicht sogar noch aus den 30ern. Und das ist wunderbar geeignet. Das ist nämlich auch mit die 1031 hier tatsächlich die Nachbildung eines echten Museumswagens. Das heißt, ihr könntet an die Museumslok einen Museumswagen direkt ranhängen in der richtigen Epoche, in der richtigen Farbgebung. Hervorragend geeignet. Und da das Ganze schon relativ alt ist, kriegt ihr den auch vergleichsweise günstig. Ein bisschen neuer, und da gibt es mehrere solche Sets, deswegen zeige ich euch einfach mal den Typ Wagen von Märklin. Sowas hier. 42764. Gibt es auch noch, glaube ich, die 763, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit einem Speisewagen sogar. Die habe ich leider nicht. Falls die jemand von euch hat und loswerden will, meldet euch mal. Also das Set mit Speisewagen, hier bin ich noch auf der Suche. Die sehen so aus. Das sind also nicht mehr die quasi schön aufbereiteten Museumswagen mit diesen goldenen Kassetten oder sowas, sondern das ist ein Standard-Personenwagen der Epoche 3 der dänischen Staatsbahn. Macht sich auch hervorragend als Ganzzug hinter dieser Lokomotive.
Kann ich euch nur ans Herz legen. Ist allerdings dadurch, dass es ein bisschen neuer ist, ein bisschen teurer. Also diese 4341 ist wirklich günstig, gibt es aber auch nur einen. Das heißt, da habt ihr den gleichen mehrfach hintereinander. Bei den anderen 42764 und ich glaube eben 763 habt ihr immer den Vorteil, dass die Betriebsnummern der Wagen auch unterschiedlich sind. Wer da Wert drauf legt. Ja? Und was ihr auch machen könnt, die Lokomotive war auch im Einsatz vor Güterzügen, solche Wagen hier. Das ist jetzt mal einer von Brava, denn die sind von Brava wirklich super detailliert. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche von diesen G10-Güterwagen der Epoche 3. Und wenn ihr davon so eine ganze Reihe habt, das sieht auch toll aus. Das wären so meine Tipps, drei verschiedene hier, was man an so eine Lokomotive ranhängen kann, um wirklich einen tollen Zug zu erzeugen. Ansonsten, ich hatte es ja gesagt, es ist eine Museumslokomotive, also alles, wo DSB draufsteht, könnt ihr da hinten ranhängen. Hat sie wahrscheinlich irgendwann mal gezogen, macht euch da jetzt mal nicht so den großen Kopf drum. Apropos Kopf drum, wir nehmen der Lokomotive hier mal den Kopf ab und schauen mal rein, was sie denn so an inneren Werten hat, ob sie sich da irgendwie hervorhebt, wie sie aufgebaut ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir zum Thema Technik und Innenraum. Man findet dazu auf der Seite 30 die Erklärung, wo man die vier Schrauben findet, mit denen man die Lokomotive öffnen kann. Das werden wir gleich mal machen. Ganz wichtig, hier wird zwar nicht angegeben, dass man das vordere Drehgestell lösen sollte, um an die Schrauben ranzukommen. Allerdings seht ihr das hier schon, befinden sich zwei Schrauben quasi direkt unter dem Drehgestell und deswegen wäre meine Empfehlung, einfach noch eine weitere Schraube zu lösen, das Drehgestell hier abzunehmen, kann man einfach beiseite legen, das ist hier dann an dieser Schraube hier befestigt und dann kommt man sehr, sehr entspannt an die vorderen beiden der Schrauben ran. Die hinteren beiden der Schrauben befinden sich quasi unter diesem Drehgestell, aber auch das geht einigermaßen entspannt, ohne dass man da was abnehmen muss. Was sehen wir jetzt noch, wenn wir hier schon auf der Unterseite sind? Für viele von euch wichtig, die Lokomotive hat zwei Haftreifen, und zwar hier auf dieser letzten angetriebenen Achse. Und ansonsten gibt es tatsächlich, das ist jetzt eigentlich auch neu für Märklin, hier auf der Unterseite eine gestaltete Bremsanlage, was man bisher auch eher selten gesehen hat. Aber das ist tatsächlich schon alles, was uns hier geboten wird. Also zwei Haftreifen, vier Schrauben und dann, wenn man es umdreht, sollte man die Lokomotive öffnen können. Und das schauen wir doch mal, ob das funktioniert. Und wer merkt was? Da gibt es ein kleines Problem. Wenn man die Lokomotive auf den Kopf dreht, gibt es quasi den kleinen Nippel aus der Hölle. Der ist so minimal, der bricht eigentlich sofort ab. Heißt, wenn ihr die aufmacht, seid unglaublich vorsichtig. Ihr seht das hier auf dem Dach. Ihr könnt das leicht wieder ankleben, aber der bricht mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit ab, wenn ihr die Lokomotive einfach so auf den Kopf dreht. Wenn man den Dreh raus hat und verstanden hat, was abgenommen wird, geht es sehr, sehr einfach. Man hat dann hier den Kessel. Dort seht ihr diese drei Pins, die wiederum versorgen zum Beispiel die LED, die hier die Führerstandsbeleuchtung macht. Jetzt sehen wir hier auch mal ein bisschen besser in den Führerstand rein, was es hier zu sehen gibt. Und da seht ihr auch, wie hier quasi das Licht durchscheint an einer Stelle. Das ist nämlich dann die Feuerbüchse. Ansonsten würde ich den Kessel einfach so, wie er ist, mal beiseite legen. Das haben wir uns ja alles schon angeschaut. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die Technik der Lokomotive an. Also wir haben hier zentral den Motor sitzen mit einer sehr, sehr schönen Schwungmasse dabei. Wir haben dann eine wirklich angenehme Verlegung der Kabel, muss ich sagen. Es sieht sehr gut aus. Es ist alles schwarz, okay, aber man soll ja auch nicht dran rumfummeln an den Kabeln hier. Und wir haben dann hier vorne mit Industriesteckern versehen die Platine, auch das für Öffnen des Tenders relativ einfach. Man kann einfach hier diese Plastikabdeckung nach oben abnehmen und dann sieht man hier den Decoder der Lokomotive. Hier jetzt einfach nur versehen mit
einer kleinen Nummer. Ansonsten ist es einfach ein 21-Pin-Decoder. Mehr kann man nicht sehen. Darunter dürfte sich dann der Lautsprecher zum Beispiel befinden und eben eine Platine. Was ich interessant finde vom Gesamtaufbau her, die Platine erinnert mich sehr an die MCK-Lokomotiven und MCK wiederum lässt bei der Firma DKs tatsächlich fertigen, die sich ja auf dänisches Rollmaterial spezialisiert haben. Ich weiß es nicht, ob hier eine Kooperation in irgendeiner Form stattgefunden hat, aber der Gesamtaufbau ist auf jeden Fall auf dem gleichen Niveau wie eben die DKs-Lokomotiven von MCK. Und das ist ein richtig gutes. Also da kann man jetzt technisch überhaupt nichts sagen. Das ist wirklich richtig hochwertig gemacht, richtig schön gemacht. Und vor allen Dingen auch im Verhältnis für eine moderne Lok noch echt wartungsfreundlich. Also mit 4 Schrauben kommt man hier an alles ran. Man kann über die Stecker quasi alle Teile einzeln austauschen. Alle einzelnen Platinen sind einzeln angeschraubt tatsächlich. Man kann hier dann die Schnecke fetten, die das Getriebe mit den Achsen unten antreibt. Also da hat man viele, viele Möglichkeiten hier auch, obwohl es eine nagelneue Lokomotive ist, mit der Wartung noch was zu machen. Das gefällt mir gut. Also vom Innenraum her, ich finde es sehr überzeugend, das Modell. Es erklärt auch einen der Kritikpunkte, den man im Internet ganz oft liest, und zwar, dass sie keinen dynamischen Rauchausstoß hat. Eine Sache, die ich jetzt auch irgendwie cool finden würde, die mir jetzt aber auch nicht extrem fehlt tatsächlich bei einer Lokomotive. Und ihr habt ja gesehen, wie wenig Platz hier drin ist. Also die Lokomotive ist zwar in Summe vergleichsweise groß, aber der Platz im Kessel ist durch diese doch filigrane Bauweise, durch die Stromlinienform, das ist alles gar nicht so groß, wie es vielleicht wirkt. Das heißt also, da ist nicht viel Platz in dieser Lokomotive und ich glaube, das ist der Grund, warum man sich gegen einen dynamischen Dampfausstoß hier entschieden hat. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass man gesagt hat, das will man generell nicht. Ich glaube, dass man es einfach gar nicht hinbekommen hat bei der Lokomotive. Also das mal so als Punkt. Ansonsten ist der Innenraum extrem hochwertig, kann man überhaupt nicht sagen, absolut so, wie man eben so ein Modell bauen kann. Da gibt es jetzt fast nichts, was man irgendwie noch höherwertiger gestalten könnte tatsächlich. Die Kabel sind topfällig, die Platinen sind hochwertig, alles ist mit Steckern, alles ist austauschbar. Ja, was wollt ihr mehr, ne? Also das macht einfach irgendwie einen guten Eindruck. Und auch der Fahrstand, die Fahrerkabine mit der Detaillierung, es wirkt einfach schön. Es passt alles so im Gesamtpackage zusammen. Also in dem Hinblick kann man tatsächlich aus meiner Sicht sagen, ist die Lokomotive definitiv hochwertig gearbeitet. Die Frage ist jetzt, ist das alles in Summe 629 Euro wert? Oder knapp 600, was ihr im Handel bezahlt? Jetzt muss man sich natürlich wirklich die Frage hier stellen, ob man diese Preisdiskussion führen möchte. Denn man hat eigentlich gar keine Auswahl. Es gibt die Litra E der dänischen Staatsbahn nur bei Märklin als Modell. Das ist die einzige Art dieses Modells, die ihr irgendwo finden werdet. Und jetzt hätte Märklin wahrscheinlich irgendeinen Preis ranschreiben können. Und bei den eingefleischten Fans der dänischen Staatsbahn, wie mir zum Beispiel, diese Lokomotive verkauft bekommen. Es gibt irgendwo diese magische Grenze, wo man sagt, jetzt das will ich nicht überstreiten. Und da ist Märklin, glaube ich, jetzt schon sehr nah rangekommen, bei einigen auch schon drüber. Aber ich glaube eher, dass dieser Preis tatsächlich ein marketingstrategischer Preis ist, wo man gesagt hat, das sind die Leute noch bereit zu bezahlen für so ein Sondermodell. Und dass dieser Preis relativ wenig zu tun hat mit den sonstigen Berechnungen, die dort stattfinden. Denn ihr müsst eine Sache bei dieser Lokomotive bedenken. Diese gesamte Konstruktion, dieses gesamte Modell kann man nur für eine, maximal 2 verschiedene Lokomotiven verwenden. Und zwar einerseits für die dänische Variante vom Typ E hier
Und wenn man dann die Form etwas ändert, und dafür muss man das Führerhaus ändern, man muss hier oben am Kessel was ändern, man muss vorne die Lampen ändern, man muss am Tender noch was ändern. Wenn man das alles machen würde, dann könnte man die Lokomotive auch als schwedischen Typ SJ F2, das waren die Lokomotiven nämlich vorher, verwenden. Aber man kann nicht mal ohne Änderung sagen, es ist die schwedische Lokomotive, weil dann würden alle Schweden-Fans und Fans der schwedischen Eisenbahn sagen, nein, das ist sie nicht. Denn die notwendigen Formänderungen zum schwedischen Original wurden nicht gemacht, sondern es ist ja hier die quasi die dänische Variante der Lokomotive. Heißt also, man hat hier ein Modell, was wirklich nur exakt dafür verwendbar ist. Das Einzige, was Märklin machen kann, ist zu sagen, ich schreibe eine andere Nummer da hinten drauf und ich mache die notwendigen kleineren Veränderungen hier, um eine andere Betriebsnummer darzustellen. Das ist das Einzige, was Märklin machen kann. Wir haben also von der Kalkulation her was ganz anderes vor uns als zum Beispiel die typische Baureihe 38 oder Baureihe 50 oder sonstige deutsche Dampflokomotiven-Baureihe, die Märklin auf den Markt bringt, wo man sagt, naja, die kann man ungefähr in 7 unterschiedlichen Lackvarianten rausbringen für alle möglichen europäischen Eisenbahngesellschaften. Man kann dann 1-2 kleinere Formänderungen an dem Modell herumschrauben in den nächsten 4 Jahren. Und dann kann man das immer wieder als neue Variante verkaufen. Also zum Beispiel anderer Tender ran und schon habe ich eine spezielle Versuchslokomotive oder sowas. Das geht hier alles nicht. Also bedenkt das bitte, wenn ihr sagt, oh, der Preis, das ist ja so extrem hoch. Dieses Modell muss sich selbst tragen. Sonst bräuchte Märklin das ja gar nicht irgendwie auf den Markt bringen. Das heißt, irgendwie schaffen sie es aus diesen UVP 629 Euro, wo sie natürlich als Hersteller deutlich weniger für bekommen von den Händlern, damit quasi eine schwarze Null zu erzeugen, um uns Fans der dänischen Eisenbahn dieses Modell zu bringen. Denn es ist nicht die logische Variante. Also rein betriebswirtschaftlich gedacht, hätte Märklin jetzt sagen können, 175 Jahre dänische Eisenbahn, das wollen wir marketingtechnisch doch jetzt hier mal ein bisschen verwenden, um Lokomotiven zu verkaufen. Was haben wir denn gerade? Aber wir haben eine Baureihe 50 bei uns im Angebot. Wunderbar. Die dänische Staatseisenbahn hat in den 50ern ein paar ältere Baureihe 50s gekauft. Haben wir schon ungefähr 100 Mal gemacht. Lackieren wir schwarz, schreiben wir eine dänische Nummer drauf und ein DSB, können wir verkaufen. Und da hat in der Vergangenheit Märklin noch nicht mal auf die Formänderungen in Dänemark irgendwie Rücksicht genommen. Das hat Roco zum Beispiel getan, wenn man sich die Roco-Modelle anguckt. Aber bei den Märklin-Modellen war das wirklich ganz oft einfach nur die Baureihe 50, wie sie war, mit dänischem Druck drauf. Was könnte man noch machen? Man könnte nehmen Baureihe 38, war jetzt auch der Standard, wurde immer gemacht. Es gab genau 3 Lokomotiven der Baureihe 38, die als Litra T, da haben wir wieder Litra, ne? Also als Typ T in Dänemark eingeordnet wurden, 3 Stück, 297, 98 und 99. Märklin hat alle 3 rausgebracht, hat meines Wissens nach bei allen 3 fachlich Fehler gemacht, was die Lampen angeht, was die Sandkästen angeht und die Dampfdome. Da hat man das so ein bisschen durcheinander gebracht. Aber auch das hätte Märklin machen können. Es gibt zum Beispiel gerade ja eine Baureihe 38 mit entsprechend weniger Dampfdomen, die eine dieser 3 Lokomotiven perfekt hätte darstellen können, wenn man die Lampen ein bisschen ändert. Das wäre also auch einfach gewesen. Was wäre noch einfach gewesen? Die typische MY Nohab, die einzige dänische Lokomotive, die jeder Hersteller jedes Jahr in irgendeiner Form auf den Markt bringt, weil sie so beliebt ist, hätte man in irgendeiner 175-Jahr-Lackierung speziell rausbringen können, hätte man auch machen können. Und damit wäre das Thema abgehakt, dann hätte man marketingtechnischen Haken dran gemacht. Das hat man nicht getan. Man hat sich hier hingesetzt, man hat ein Modell speziell für die dänischen Eisenbahnfans und die dänische Staatsbahn hier auf die Schiene gebracht. Und das, finde ich, ist herausragend. Und man hat es tatsächlich geschafft, dieses Modell dann irgendwie auch noch zu einem Preis so in einem Konzern durchzudringen, durchzusetzen, dass man in der Lage ist, das Ganze zu verkaufen, aber auch noch in der Lage ist, das Ganze zu kaufen. Also aus meiner Sicht ist die Preisdiskussion ein bisschen fehl am Platz hier an der Stelle.
Es kann sich halt nicht jeder leisten. Das ist heute bei den Märklin und sonstigen Lokomotiven leider der Fall. Es gibt zum Glück andere Hersteller, die günstiger Lokomotiven anbieten. Ich hatte ja neulich zum Beispiel gerade hier die Rokolok inklusive Sound für 200 Euro. Tolles Paket, muss man ganz klar sagen. Ja, aber nicht auf dem Niveau hier. Ist halt was anderes. Und ich sage euch auch ganz klar, das ist auch für mich jetzt hier keine kleine Ausgabe. Also ich habe zum Beispiel die Class 77, die Class 50 und die 3790 mit dem ESO Sound Decoder, die ich euch letztes Jahr hier vorgestellt habe, alle drei verkauft. Sind alle drei über eBay zu neuen Besitzern gegangen. Viel Spaß damit. Ihr wisst genau, was ihr bekommt. Ihr könnt euch immer die Reviews hier angucken. Und ja, so kann ich mir dann hier auch so eine Lokomotive eben passend zu meiner Anlage hier dazu gönnen. Also auch für mich jetzt keine kleine Ausgabe, aber das ist das, was man heute für diese Modelle eben bezahlen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, bekomme ich da alles, was ich erwarte? Meine persönliche Meinung ist zu 90% ja, zu 10% nicht. Also Fahrstand haben wir gesagt, das irgendwie krumme Laufblech an der Seite, das ist peinlich, kann man nicht anders sagen. Und was noch cool gewesen wäre, was mir persönlich jetzt aber nicht fehlt, ich weiß aber, dass das vielen von euch fehlt, ist ein dynamischer Dampfausstoß hier, der wahrscheinlich durch den Platz einfach nicht möglich war, und eine Fahrwerks- bzw. Triebwerksbeleuchtung hier. Die wäre auch noch cool, aber ich weiß nicht, ob es technisch nicht drin war, ich weiß nicht, ob die dänische Lokomotive die vielleicht auch gar nicht in der Form hat, wie wir die aus Deutschland kennen, das muss ja nicht so sein. Und ich habe jetzt lieber eine ansonsten extrem detailliert und schön nachgebildete Lokomotive als dann vielleicht solche Zusatz-LEDs hier oder sowas, wenn mir dann irgendwas anderes fehlen würde. Also in Summe finde ich das Paket wirklich richtig, richtig gut gelungen. Das ist eine Lokomotive, absolut Daumen hoch. Wenn ihr sowas haben wollt, schlagt zu. Ihr habt auch keine andere Wahl irgendwo. Also das ist quasi das einzige Modell dieser Art, haben wir ja gesagt. Ist es eine Lokomotive für jeden? Definitiv nicht. Und ich glaube, das will sie auch gar nicht sein. Man kann mit dieser Lok hier richtig viel Spaß haben, man braucht aber die richtige Anlage dafür. Und das ist selbst bei mir mit Fred Hauen schon schwierig aufgrund der Radien. Ich habe ja R1 verbaut und so eine große Dampflok auf R1 ist optisch schon immer eine gewisse Herausforderung. Abgesehen davon ist natürlich das Ganze hier prädestiniert absolut für meine Anlage und lässt mich auch schon fast überlegen, ob ich nicht viel mehr Dampflokbetrieb hier eigentlich machen müsste. Ich habe ja eigentlich immer den Dieselbetrieb. Also es ist ein tolles Paket, kann man nicht anders sagen. Ihr kriegt hier, ihr zahlt viel Geld, ihr bekommt da viel für. Und als meine bessere Hälfte habe ich dann, ich habe ihr gesagt, was hier rausgekommen ist und dass das ein tolles Modell ist und ich will das unbedingt haben. Dann hat sie mich gefragt, was das kostet und dann hat sie das gehört und dann könnt ihr euch vorstellen, das war natürlich, ich glaube, das kann man das jemandem erklären, warum man als Modellbahner 600 Euro für so ein kleines Stück Technik ausgibt, was dann irgendwie da im Kreis fährt. Oder bei manchen vielleicht noch nicht mal fährt, sondern irgendwo dagegen steht. Ich glaube, da gibt es keine logische Erklärung für. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was ihr bekommt für euer Geld. Und von mir gibt es eine Empfehlung dafür. Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn es von euch auch eine Empfehlung hier für das Video gibt. Also lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Freue ich mich immer sehr, sehr drüber. Auch über eure Mails freue ich mich immer sehr über jeden Austausch, den wir da haben. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und sehr, sehr gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.